Hallo und willkommen zurück zu Byrum. Nachdem der letzte Teil ja jetzt nicht so wahnsinnig spannend war, wird's jetzt wieder voll, geht's jetzt wieder voll in die Action oder so. Naja, wahrscheinlich eher nicht, aber wir gucken mal. So, wo kommen wir denn jetzt hier aus? Da oben. Okay, da sind wir jetzt nicht so weit entfernt. Dann werden wir direkt wieder von so einem aggressiven Reh angegriffen. Ja, wir könnten auch wieder zurück und mal eine Ecke schlafen. Was haben wir denn da unten? Den erschießen wir doch glatt mal. Der Bär den auch gestunt hat. Okay, und den anderen nehmen wir auch noch mit. Oh, wollte ich nicht. Pass! Das war ein kritischer Fail. Naja, warte mal ein paar Runden ab. So, was gibt's denn hier? Warrior's Boots und ein Rusty Dagger. Eine Statue. Hm. Jetzt ist es ja finster. Dann machen wir den mal wieder an. Bam. Okay, dann gehen wir wieder zurück und schlafen eine Runde. Weil nachts erkunden. Mal davon abgesehen, muss ich ohnehin schlafen. Morning! Mhm. I'm starving! Weg. So, das. Hier wäre es langsam knapp geworden. Ja, dann wieder zurück. Und da hatten wir auch schon erkundet. Wunderbar. Dann können wir jetzt von da aus nach links weiter erkunden. Auch Westen genannt. Thank you.
It's dehydrated faster. Was haben wir denn da? Ein abgebranntes Haus. Eine Larva drin. Ein Owl Egg. Strange Bush mit den werden wir mal erschießen. Ah, was? Achso, ich hab diese Suppe gecastet. The Mad God. One of the old gods was still displeased despite the creation of the immortal humans. He found joy in their suffering. He burned their villages and summoned giant meteors. Immortality became an even worse burden for them. They could not die in the flames. They burned for weeks. That's your talk. Ein Gold Ring. Naja. Ist noch was? Book of Knowledge. Learning Point received. Schön, 6 Punkte. Da könnte ich jetzt eigentlich wieder irgendwas lernen. Und habe immer noch Reserve. Was haben wir denn da? Eigentlich ein Schalter, den man anschießen muss. Oder man läuft einfach drüber. The Wrath of the Old God. The people are terrified. It has been 3 days since the last fires. We fear that a new onslaught is nigh. The architect has a plan. I agreed to meet him tonight. We have to consider every idea. Until then, we are going to keep trying to put out the remaining flames. I hope that whatever he is going to tell me, it will help us. I will keep you informed, Your Eminence. Okay. Pure Fire. Vielleicht kann man die Steinelemente auch damit kaputt machen. Heuballen. Na super. Eine Kreation der Götter. Heuballen. Dieser dämliche Golem wieder. Ich probiere mal aus, den mit den Flammenpfeilen kaputt zu schießen. Wo sind die? Quatsch. Autsch. Ah, es geht, aber ich...
Ach so, da hatte das Reflected oder was? Nochmal. Ja, komm her. Doof, Mann. Müssen wir mal angewöhnen, das erst zu gucken. Wobei, die meisten Gegner haben das natürlich nicht, aber... Jetzt ist er Reflect an, jetzt werde ich mich damit selber verletzen, fürchte ich. Ne, er ist immun, deshalb kriege ich da keinen Schaden durch. Super. Das geht nicht, aber... Oh, der hat mich gestunt. Der wieder gestunt. Teleport. Moment. Teleport. Bis das abgelaufen ist. Teleport. Geschafft. Aber man müsste halt Feuerpfeile dafür möglichst selber bauen können. Clay. Aha, Silverbark. War jetzt unerwartet. Dann ersetzen wir die Pfeile auch direkt wieder. Hoppla. Aber gut zu wissen, dass es auch damit geht. Und das hier kann ich direkt von der Karte wegnehmen. Rehe! Freuen sich sicher schon. Paff! Du entkommst mir nicht. Denn ich laufe schneller als Rehe. Dann haben wir hier jetzt eigentlich schon... Naja, ein gutes Stück erkundet würde ich... Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hm.
Was haben wir denn da? Oha, Cave Crawler. Da auf alles Cooldown, außer da drauf. Naja, es war jetzt nicht ganz ideal, aber... aber kaputt ist er trotzdem. Strange Taler. Ganz viele Hebel. Treasure Map, 7. Teil. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge. 2, 5, 6, 8, 7, 4. Ein Geist, und da läuft auch direkt mein Berg hier hin. Statue, kann man nichts mitmachen. Da war jetzt nur noch das Menschen. Eine Pikmin ist das dieses Mal. Mhm. Nee. Nee. Mhm. Das nehmen wir mit. Das sind ja schon ganz schön viele Hebel. Strange Meat. Man sieht halt keinerlei Auswirkungen. Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, welches Ziel ich da verfolgen soll. Vielleicht ist es einfach nur irgendein Hebel, der irgendwas triggert.
alle anderen Hebel sind fake. Oh, tatsächlich. Okay. Strange Taler. A weapon stand, ancient linen, the river, burglar armor, dexterity 2, dodge chance 1%, ja, es ist nicht schlecht, aber leider haben wir was besseres. Und, ja, dann können wir wieder gehen. Gut, dann... nach Norden. Und dann könnte ich eigentlich erstmal nach Westen erkunden und da alles über den See machen. Schließen wir da mal gerade noch auf. Fall. Den nehmen wir wohl mit. Strange meat. I probably should not eat this. Baked Human, das können wir auch mal wegwerfen. Elf Hunger, das kann ich mal essen. Recall. Noch einer. Angriff. Der hat Aggro gezogen. Wie denn das? Chain Gloves. Da muss noch irgendwo so ein Vieh sein. Da ist er. Iron Belt, Sky Ropes können wir verkaufen. Einmal Apfel essen. Ja, da kann ich mich erinnern, habe ich im Forum gelesen, dass man da wohl mit irgendeinem Buch hinkommen soll.
man sich damit nicht rüber teleportieren. Also da meinte ein Spieler, dass man vor dem Patch wohl mit einem Zauber drangekommen wäre. Mit diesem... Ah, da können wir alle anmachen. Vor dem Patch wäre man da wohl mit einem Trank, also mit diesem Trank-Zauber-Gedöns, wo man einfach zu einer random, zu einem random Ort hin teleportiert wird, damit wäre man da wohl hingekommen. Dass es nach einem Patch wohl nicht mehr geht. Könnte auch ein Rätsel sein. Vielleicht sollte ich da nachts nochmal hinkommen. Also ich meine, da hätte ein Entwickler halt drauf gesagt, ja, aber hast du denn das Buch bekommen oder so? Es kann auch sein, dass das nicht der Entwickler war, sondern irgendwer. Jedenfalls mit irgendeinem Buch würde man da wohl hinkommen oder mit irgendeiner Quest oder keine Ahnung. Und der Spieler hat halt mehr oder weniger, war das ein Exploit, dass er da überhaupt hingekommen ist. Dismiss, Recall. Diseased Lava 3. Da sollte man vielleicht von runter gehen. Kann ich aber auch gerade noch markieren. Insel. Oben rechts waren Palisaden. Mal gleich nochmal hin, wenn ich wieder eine Ebene drüber zurücklaufe. Wieder solche Rehe. Was? Da geht's nach Süden runter. Naja, ist alles zugebaut. Naja, okay. Dann gehen wir jetzt ein Stückchen weiter nach oben und bringen erstmal die ganzen Rehe um. Dirt Pie. Nochmal solche Lederschuhe.
So, da haben wir einen Geist stehen. Der ist Unsinn, dann machen wir den. Da ist er. Da ist was in den Trümmern. Heile. Austerity. Horn Leatherbelt. Leider auch scheiße. Und wir können nochmal trinken. Und so langsam wird es wieder Nacht. Ja, da sind Palisaden, aber nein, da ist sonst nicht viel. Mit. So, dann kommst du mir nicht. Der dumme Bär ist mir abhanden gekommen. Machen wir wieder Dismiss. Toll. Da wäre es natürlich auch mal schön, mal wieder ein neues Pet zu zähmen, aber... dazu müsste man auch erstmal wieder den nächsten Skill erlernen. Das war natürlich vollkommen sinnlos, was ich gerade gemacht habe, aber ist auch egal. So. Da hoch. Naja, aber doch, die Zone ist schnell erkundet. Sapphire Forest Spider. Nicht sehr aggressiv. Und Stufe 1, nicht besonders stark. Ja. Kann man da auch irgendwo in den Wald rein? Ich glaube, da laufe ich jetzt erstmal. Ach, Moment, unten haben wir. Spinnennest. Da liegt auch. Hängt auch wieder so eine Spinne rum. Die ist aber Stufe 3. Ganz ruhig angreifen. Mm-hmm.
Weg damit. Erstmal hier den Wald erkunden. Wenn wir schon einmal drin sind, dann können wir dann später einfach außenrum vorbeilaufen und damit den Rand erkunden, wenn das hier nur so wenig ist. Na, ja, da läuft ein Bär rum. Da liegt ein Bär rum. Ja. Piu. Brauchen wir auch gerade nicht die Hilfe von unserem Bär. Sollte so gehen. So. Bläter. Lemming. Mal wieder so ein Ding. Silverbark. Das ist hier ein Dorf. Gehen wir da mal hin. Bläter. Fleta is barely able to stand on her feet. Her eyes are yellow from a disease. The way she looks tells me that she needs help. Can I help you? You look awfully sick. Your eyes are deep yellow. Dear child, don't worry. A horrible disease is eating me away from inside. I think I have only a few days left. I'm dying. There has to be something I can do. I'll ask my alchemy teacher Brown. He might know a potion that can save you. I'll be back. Uh-huh. Fleming. I see a skinny man in front of me. It doesn't even bother him that I'm staring at him. He just runs around like a madman. He's murmuring something, but I can't understand what it is. Who are you? I'm a great adventurer. You must have heard of me. My name is Fleming. I've never heard of you, Fleming. I'm sorry. That can't be. Well then, have you heard of my father, Linwood, the knight who single-handedly killed a giant bear? Yes, yes, you see, you know me after all. I only know your father. What are you doing here? I am from Kyla's village and I am on a great adventure, just like my father. Your armor looks a little loose and it has already started to rust. My father was much larger than me, but I'm feeling bigger every day. Someday I will be even bigger than him, but I don't have time to go to a blacksmith. Maybe you could help me. Do you know a great blacksmith? Because I'd only let a master blacksmith touch my father's armor. I know one. His name is Aaron. He's the best blacksmith you can find here in the woods. He crafted fine weapons and armor before we settled in Darkwood. I see. Then he should be fine. So, would you take my armor to him? Yes, but I don't think it will be cheap to repair a suit of armor in such bad condition. Of course, a fine armor like this needs special attention. That's not cheap. What do you think? How much? Da sagen wir 100. Aha. Okay. So, dann werden wir mal Flemings Rusty Iron Armor. Dann werde ich auch direkt mal in das Dorf. Das ist schon eine ziemliche Strecke zum Latschen dann. Aber gut, werden wir in das Dorf.
Schwupp. Licht angemacht. Ja, nachdem man hier einmal in der Welt rumgelaufen ist, kommt einem die Stadt doch verhältnismäßig kompakt vor. Obwohl die doch ziemlich groß ist. Also zumindest in der Fläche. Aaron. An adventurer named Fleming gave me his famous armor for repairs. Show me the work, boy. Ah, fine piece of metal it is. Design tells me it was made centuries ago. A true heavy armor. Only the strongest warriors can bear its weight. It's in horrid condition, I might add. There are large spots of rust on the greaves and the left vambrance. Vambrance? The vambrance is the piece of armor that protects your forearm, boy. This armor requires regular cleaning and attention. The current owner doesn't know that. Can you repair it, Aaron? Fleming is a poor man. He was hoping that you might do the work for free. Can you repair it? Fleming gave me a dozen parlors for your work. I told Fleming that you might do the work for free because nowadays you can't work on ammo and weapons, so his famous armor might be a treat for you. Was? Gave me a few dozen talers for your work. Yes, my boy, this armor is really interesting, but I have to replenish my supply of iron ore because I'm running low. Bring me 10 lumps of iron and I repair Fleming's armor. Keep the talers, boy. Thank you, Aaron. I'll bring you the ore you need. Then when will you be ready? The repairs shouldn't take more than a day. If you bring me the ores, I will need at least a day to repair his armor for you. Okay. Here are the lumps. So gut, dass ich das mit schon hatte. Here are the lumps of ore, Aaron. Thank you. Working on this armor brought back so many memories. Some pleasant, some not so much. There were times when I was forced to work for free. Those days are over now. I always wanted to become a blacksmith, just like my father. I was about your age when I realized that I had become a better blacksmith than my father. To my surprise, father was very proud of me. I thought he would be jealous. The armor is repaired. It's a little heavier than it was because I adjusted a few parts and reinforced them. Okay, ich dachte, der braucht einen Tag dafür. It looks like a new armor. You shouldn't be making farm equipment, Aaron. Thank you. Okay. Supplies. So, dann können wir hier diese Fackeln verkaufen. Die haben, oh, der hat gar kein Geld. Dann machen wir halt nur so. Wenn er aber meine Sachen repariert hat, sollte er wieder Geld haben. Ja. Also. Also, dann haben wir hier den Rotz, da können wir auch das meiste verkaufen. Eigentlich alles verkaufen, die hatte ich ja vorher schon aussortiert. Okay. Also wir haben jetzt die Armor wieder. Rusty Iron Armor. Oder? The repairer should bring it back to him. So, Braun. There's a woman who's awfully sick. Her eyes are turning yellow. She cannot move. She needs a powerful healing potion. Her eyes are turning yellow? That is a bad sign. I'm afraid I cannot help her, boy. There must be something we can help to do. We can do to help her. Can help to do her, yeah. Barnabas might know how to deal with this. Quickly go and tell him what you told me. Mm-hmm. Your goods.
Ja, mit so wenig Geld können wir dem auch leider nichts verkaufen. Barnabas. Barnabas ist da unten. Das ist natürlich eine schöne Strecke. Wir hatten diese Teleportsteine Northeast, Southeast. Na, müssen wir mal gucken. Southeast Teleport, wohin bringt er mich denn? Ja, das ist doch sehr gut. Passend. So, Barnabas. Something is moving. Barnabas, a woman is awfully sick. Her eyes are turning yellow. She's so weak, she cannot move. She needs a special potion to heal her. Yellow eyes? There's no cure for that, I'm afraid. Wait. The bark that you collected for me might help her. It's worth a try. Here, give this potion to her. Let's hope it will work. Thank you. Wolf's reflexes. Wie kann das 370 wert sein? Achso, das ist ja so nur der Trank, der so viel wert ist. Swashbuckling. Harry Chance. Chance. Absorbs Physical Damage. Die sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Lernen wir die mal. Ja. Wobei ich die wahrscheinlich auch einfach so hätte machen können. Aber wurscht. Dann... Should give the silver healing potion to Fleta. I had to dismiss my pet. Recall. Gut, aber dann können wir hier ganz elegant. Moment, war das ein magischer Busch? Ne, sonst würde das da stehen. Können wir hier ganz elegant eine Spur daneben nach oben laufen und damit auch noch mehr erkunden. Müssen wir gleich zwar ein bisschen wieder nach links abdriften. Bär. Machen wir auch gerade kaputt. Lupe! Vernichtet. Und da haben wir eine Zecke.
Halten sehr wenig aus. Autsch. So. Das ist noch eine Zecke. Na, da hat sich hier diesen Reflect drauf gemacht. Das heißt, ich kann da nur abwarten gerade. Okay. Bärchen ist wieder da auf Abwägen. Okay, dann müssen wir hier wieder ein bisschen Schießbude machen. Oh. Da ist das Spiel abgeschmiert. Programm schließen. Na gut. Das ist auch neu. Quick Load. Follow me. Okay. Dann müssen wir nochmal alle umbringen. Diese armen Geschöpfe. Ne. So. Bloß nicht den Wisp angreifen. Das wäre nicht so gesund, denke ich. Wobei ich das noch nie probiert habe, den umzubringen. Aha, eine Höhle. Da gehen wir dann beim nächsten Mal rein. Erstmal werden wir die Quests noch abgeben. Eben geben wir die Rüstung zurück. I'm back, Fleming. Welcome. Where is my armor? I hope your blacksmith took good care of it. I'm sorry, Fleming, but your armor is ruined. Aaron could not save it from the rust. Aaron did a fine job. Here's a shiny new armor. Fleming, your father would be proud. Use it for good.
Naja, 600 Erfahrung. Hätte aber ruhig nochmal was sagen können. Undankbarer Schweinehund. Leta, here, drink this potion quickly. It's a new kind of potion. Barnabas has just discovered its healing power, so it might cure you. Leta drinks the potion without hesitation. Something is wrong. His skin starts to turn green. I cannot believe what I'm seeing. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Naja, dann werden wir sie halt anderweitig von ihrem Leiden erlösen, sage ich mal. Naja, okay. Vielleicht können wir nochmal mit Barnabas reden. Naja, hier werde ich dann erstmal einen Schnitt machen. Und wobei, hier, da können wir das noch durchsuchen. Vielleicht ist ja noch was. Wird ja jetzt niemand mehr was dagegen haben, wenn wir uns den Kram mitnehmen. Brot. Essen wir halt das hier jetzt. Erst Brot mitzunehmen macht auch keinen Sinn. Garlic. Honey Jar. Pumpkin. Ja, ja. Ja, dann machen wir hier einen Schnitt und dann werden wir beim nächsten Mal nochmal bei Barnabas vorbei und halt in diese Höhle da rein und die Typen hier umbringen, ja. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!